Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir spielen hier ein wenig gemeinsam Fallout 3, unseren Klassiker. Sind jetzt irgendwo vor einer kleinen Ranch in der Nähe von unserem Vault, aus dem wir gekommen sind. In der Nähe von Megaton. Mal gucken, was wir da drin so finden und wo es danach weitergeht. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Video und ich würde sagen, auf ins Abenteuer! Small Ranch. So. Oh, nein, ich wollte dich nicht Ja, beklauen. Ja, was guten denn? Tag. Wer bist du denn? Keine Ahnung, was ich machen soll. Das Ödland ist besch. Tut mir leid. Ja. Silver. Ja, schön, schön, schön. Das, was ich fragte mit Dienste, ich meine, dass irgendwo, diese, kommt die da so direkt, keine Ahnung. Jedenfalls ist es, glaube ich, eine Prostituierte mal gewesen, die Silver. Vor dem Krieg. Vor dem Krieg kann nicht sein. Dafür ist es schon zu lange her mit dem Krieg. Irgendwie so. Irgendwas war da mal, meine ich. Da oben scheint ein Raidernest zu sein. Was haben wir hier denn? Das gefällt mir gar nicht. Da laufen wir mal vorsichtig drum rum. Ist schon schön hier. Boah, so oft bin ich ja noch nie gestorben, ey. Ja, ich glaube, ich drehe dann doch mal runter auf normal. Ich habe es jetzt auf schwer stehen. Ich stelle das jetzt auf normal runter. Sonst, so. Sonst, weil wenn ich nicht mal ein paar scheiß Raider schaffe, dann ist es irgendwo auch irgendwann witzlos, finde ich. Dann macht es auch keinen Spaß mehr. Soll ja schon Spaß machen. Es ist auch schwieriger als. Ich meine, das ist auch da. Das ist auch schwerer als Fallout 4. Ich meine, dass Fallout 4 einfacher war. Könnt ihr eventuell daran liegen, dass Fallout 4 mehr in Richtung Shooter ist und die Waffen da präziser sind? Hier, ohne die richtigen Skills, triffst du gar nichts. Also anfangs bist du hier. Ja. So. Oh, ich habe mir die Waffe aus der Hand geschossen. Jetzt habe ich ihm den Kopf aus dem Gesicht, aus dem Kopf geschossen. Sie hat ein Messer. Hi, Messer, Gabi.
Boah! Junge! irgendwie. Aber es war schon ein krasser Unterschied zu. Hat er den Schwierigkeitsgrad behalten? Ja, hat er. Ja. Nee, aber war schon besser. Ich konnte schon mal was töten, ohne dass mich gleich alles getötet hat. Dann sind wir da schon mal ein ganzes Stück weiter. Die Laseraugen oder was? Ich bin doch auf der anderen Seite von den Felsen. Wie kann der wissen, wo ich bin? Hat er gerade auf mich geschossen, oder? Habe ich das nicht richtig gehört? Töten wolltest du mich? Ja. Ich dich auch. Ich war schneller mit Töten. Ohne Maschinenpistole, das ist gut. Wir töten um die Wette. Wer zuerst stirbt, hat verloren. Deal? Deal. Ha! Kritischer Schleichangriff. Ist der nächste Raider da hinten? An dem probieren wir mal die Automatik aus. Hä? Oh, die Hälfte der Kugeln hat bestimmt vor mir die Betonwand getroffen. Den Divider, oder wie heißt das Ding? Knife brauche ich nicht. Die wissen nie, wo die Schüsse herkommen. Das Ding ist ein bisschen genauer, wenn ich einen Zielfernrohr dafür hätte, ne? Könnte ich die schön von hier hinten wegsnacken. Aber das kommt noch. Wenn ich erstmal so weit bin. Ey, der hat ein Scharfschützengewehr. Haha, der hat ein Scharfschützengewehr. Geil. Sehr geil. Oh, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht, ey! Oh, Mann, ey! Ich hab nicht gespeichert zwischendrin, oder? Scheiße. Nein, hab ich nicht. Aber es läuft jetzt. Es läuft so langsam. Wir suchen jetzt mal eine andere Gegend. Wir laufen woanders lang, legen uns jetzt mal nicht mit denen an. Suchen wir uns vielleicht mal ein, zwei kleinere Gruppen Raider. Und dann soll das auch gehen, denke ich mal. Hey, Mr. Handy. Ne, Protektor. Oh, scheiße, das war nicht so gut. So.
Sack. Ja. Na, da oben gehe ich jetzt nicht. Also ich speichere mal kurz einmal. Hey, die liefen hier da vorhin auch schon, oder? An der gleichen Stelle liefen die. Naja, wenn sie meinen. So. Mal gucken, ob wir irgendwas Schönes finden, was wir hier... Dass wir uns hier ein bisschen hochpushen können vom Level. Vault Secure. Ist mein Vault hier, wo ich hergekommen bin? Nee, ne? Doch, könnte hier um die Ecke, ne? Ich weiß es nicht. Da sind Raider. Ja. Alter Schwede, hey. Ich hab doch auf normal gestellt, oder? Ja, hab ich. Tja. Sieht man mal, wie sich in 10 Jahren die Schwierigkeitsgrade verringert haben. Aktuelles Spiel kannst du meistens auf schwer nochmal eben so durchballern. Und hier bist du auch von normal, schaffst du teilweise am Verzweifeln. Eieiei. Mein Bloodpack hat nachher, das macht aber nichts. Puh. Ich werde ein wenig müde. Naja. Wie spät haben wir es überhaupt? 8:45. Ah. Bisschen noch und dann. Halbes Stündchen. Mal gucken. Wieso habe ich eigentlich nichts auf 2 hier? Habe ich, die Hunting Rifle ist auf 2, okay. So. Ey! Boah! Ja, guai. Okay. Ja. Ja. Aha. Ja, ja. Ja. Ja, der nimmt dich natürlich so auseinander, ne? Alter Schwede. Wasteland Motors. Komm, wir gehen jetzt zu Wasteland Motors runter. Ja. Warten ungenau. Ist sie da gerade rübergesprungen? Warten ungenauer Scheiß, ey.
Ich will ein paar Mal öfter speichern, dass wir nicht so oft sterben. Da oben hat mich gerade der Yao Guai gekillt bei der Ampel da. So. Sehr schön. So. Ein bisschen blöd, weil sich das alles nicht wirklich lohnt. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Gucken wir, ob wir hier was rauskriegen, was wir brauchen können, vielleicht. Radio Enklave. Präsident John Henry Eden. Ja. Oh, das war laut. Was das wohl war. Tja. Gut, dass es nicht hier war. Das war noch nicht alles. Da kommt noch mehr. Ich mach mich aus dem Staub. Was zum Teufel? Alter, ey. Warum treffe ich denn so schlecht? Sind meine Waffenskills denn so niedrig? Das kann doch gar nicht. Die können doch gar nicht so niedrig sein, dass ich nicht mal so einen scheiß Kackvogel da platt kriege. So. So, da ist das Haus, wo nichts drin war.
Genau, und da hinten ist diese blöde Tankstelle, wo der Ken Rollins oder wie der Vogel hieß, mich gerade gekillt hat. Ja, mir ist nur noch nicht so ganz im Kopf, wieso der mich da plötzlich aus dem Nirgendwo. Schicksal. Dies ist Radio Enklave mit ihrem Gastgeber. Mit mir. Das ist bestimmt der Besitzer von dem Ding hier, ja. Garantiert. Wenn ich jetzt reingehe. Ne, das ist Fernando. Okay. Ah ja, hier gibt's dann nette. Hey, ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Okay. Fernando. So, ist alles gar nicht teuer, guck mal. Ja, guck mal, das ist gar nicht teuer. Ja. Aha. Ein Buch hier vielleicht liegen, was man lesen könnte? Nee. So. Aber gucken, dass wir da hinkommen. Hoffentlich ohne zu sterben. In der Pumpstation da oben, das kann natürlich sein. Tja, lass uns mal überraschen, wa? Einen hinten erwischt. Na komm, komm raus. Boah, das gibt's doch nicht, ey.
Jetzt aber. Gott, ey. Scheiß Viecher. Scheiß Raider, ey. Was hat er denn hier? Ja, die Dinger lohnen sich nicht für mich. Tüvel. Selber ausgehalten. Beziehungsweise ich treffe noch so schlecht. Ich muss dringend meine Schießskills verbessern, ey. Ja. Man sollte vielleicht die Augen aufhalten, ne? Wissen wir fürs nächste Mal. Was ist das hier? Oh, die sind leer, okay. Wissen wir fürs nächste Mal. Hier lagen irgendwo. Da liegt sie. Gucke an. Molly nehme ich wohl. Ach, wieso hat er die denn nicht entschärft? Hä? Tja. Gucken wir nochmal. Lass uns überraschen, ob wir sie jetzt wegkriegen. Sollte man eigentlich. Da. Das Problem ist echt, dass die Dinger hier teilweise so unpräzise sind. Dass die Bedienung teilweise unpräzise ist, dass du daneben klickst. Oder eben zu präzise im Vergleich zu aktuellen Spielen. So. Noch mehr Raider. Zwei. Zwei. Leer. So. Ein Ripper! Schön! Ohne Kopf bringt es auch dem besten Pit Dog nichts. Und der hat eine Power Fist, ne? Ich hab's richtig gesehen, der hat eine Power Fist. Sehr schön. Was ist der? Ach, deswegen ist hier. Ja, die Strahlbelastung hat's. Oh, scheiße. Ich bin schon gleich wieder tot, ey. Ah, Mist.
vom Kopf. Oder ist er tot? Der ist tot. Nein, der ist nicht tot. So. Macht wohl Spaß, was? Ja, macht total Spaß. So. Flamer, okay. Ja, ich weiß, ich bin überlastet. Ich bin auch verletzt und eigentlich bin ich ein Wrack. So, nochmal gucken, was wir wegschmeißen können. Die kann weg, die kann weg. Das Ding ist auch zu schwer, echt. Es lohnt sich schlichtweg nicht, der wiegt zu viel. Das Messer 18, der Baseballbat 27. Weg. Powerfist 39, Baseballbat. Ja. Ripper 53. Nee, da muss der hin. Der muss dahin. Der muss dahin. Kleidung. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Shiny's Pistol, weg damit. So. Das sieht aus wie irgendwas, wo es reingeht hier, oder? Ist jetzt die Frage, ist das eine Raiderstadt oder? Entschuldigung, Wuffi. Das war es dann auch schon wieder von dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei.
Ich streame auch viele andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!